So, oh, Entschuldigung, das war der Stift. So, sorry. Jetzt wollte ich in der Pause die Folge rauskriegen. Die Reihenfolge habe ich auch. Und dann ist hier ein Tor aufgegangen oder zwei Tore aufgegangen. Das war wieder der Bleistift. Das da und das da und das da. Und dann sind wieder so eine blöden Viecher gekommen. Schade, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Na egal. Das kommt davon, wenn man vorarbeiten will. Na, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir sind immer noch in Aurora, in einer Höhle. Oh, ich habe so Respekt vor diesen Wächtern hier. Da ist ein Schlüssel. Ich glaube, ein goldener Schlüssel. Huch, jetzt müsste ich bloß noch wissen, wo das Tor dazu ist. Wir haben einen goldenen Schlüssel gefunden. Und jetzt? Jetzt muss ich hier wieder raus. Denn die Tür dazu ist ja hier nicht. Mal auf die Karte schauen. Gibt es da irgendwas mit Ausrufezeichen? Ja, das ist sie. Hier war noch eine... Hier. Ich soll ein Paket in die Wüste liefern. Eine Sache war hier noch. Jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Und da komme ich. Da lang. Da lang? Nein. Ja, hier sieht gut aus. Hier war der Teppich. Aha. So, hier geht's noch weiter hoch. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Männer sind immer noch die besseren Helden. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Einfach herrlich! Heute ist der Tag, an dem ihr sterben werdet. Hau ab, hau ab, hau ab! Seht ja, nur all diese Muskeln. Die breiten Schultern und das starke Kinn. Komm her. Ihr seid eine seltsame Dame. Habt ihr nicht mal neue Sprüche? Blau oh. Steht euch gut. Solltet es mal mit einem blauen Kleid probieren. So, mein lieber Freund. Und Kupferstecher. Blöde Kamera. Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Da hast du mal deine Liebe. So, ah, hier ist ja wieder was. 4 von 5. Oh, das habe ich gewusst. Den habe ich doch schon vermisst. Oh. Und er kann das, ne? Ich kann's nicht. Weiter geht's nicht. Daneben. Raus da, Mensch. Wenn die Figur... Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Lauf doch mal. Ich hab doch einen Zaubertrank. Ich hab doch gedrückt. Das ist wieder. Jetzt reicht mir es. So, jetzt ist erstmal Ruhe wieder. Warum kann ich den da nicht auswählen? Jetzt kann ich ihn auswählen. Weg ist er. So, kommt mit, meine Balverine.
Oh, da ist ja aber ein Riesentor. Oh. Das ist doch wieder ein Unding. Ich kann hier nicht die Treppe hoch. Hochdingsen. Ja, und ich hab dich gehört. 5 von 5. So, da fehlen mir ja auch nur noch 6 Blumen. Ruhe hier. Da ist noch einer. Ist hier noch eine Pflanze? Nein. Doch, da hinten. Und ein Silberschlüssel. 34 von 50. Und hier? Kann ich hier was machen? Nein, hier kann ich nichts machen. Hier ist zu. Kann man da durchgucken? Dahinter ist anscheinend auch nichts. Ja, jetzt haben wir das hier alles erledigt. Dann können wir wohl wieder zurück, so wie es ausschaut. Ach, dann tun wir das mal. Ich habe einen goldenen Schlüssel. Jetzt brauche ich noch das goldene Tor. Für den goldenen Schlüssel. Was haben wir denn sonst noch so alles erledigt? Wir haben alle Zwerge, wir haben alle Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch das Tor finden. Ja, wo finden wir das Tor? Wird das denn hier eigentlich angezeigt? Das sind keine Tore, ne? Also hier, das war der mystische Weg. Ne? Das Mysterium, meine ich. Gut, da waren wir drinne. Gehen wir mal hier weiter. Da ist noch ein Tor. Nee, ist kein Tor. Das sieht bloß so aus. Das war weiter unten, was ich jetzt meine. Die jetzt hier erstmal alle beruhigt, weil jetzt kommen ja auch so eine ollen, die hässlichen Frauen nicht mehr. Und hier war noch ein Tor. Ach so, das ging nicht. Hier geht's auch hoch. Hier ist aber nichts weiter. Hier komme ich nicht hoch. Ich habe schon wieder eine Million. Das funktioniert gut mit den Mieten. Also, wer Fable 3 spielt, möglichst alle Häuser kaufen, dann ist das mit dem Geld an sich kein Problem. Was ist das hier? Die Tür ist verschlossen. Da haben wir also auch nicht den passenden Schlüssel. Der goldene Schlüssel muss ja hier passen. Irgendwo. Hier geht's aber richtig runter. Ja, bloß wo? Jetzt bin ich doch hier gleich raus. Hier ist doch, sind wir doch am Anfang. Seltsam. Das ist ein Mysterium. Wo ist denn hier? Kann ich überhaupt lang? Nein. Das goldene Tor. Was nützt der Schlüssel, wenn das Tor dafür nicht da ist? Da könnte ich noch lang laufen. Kann ich hier irgendwo runter? Hier? Nein. Hier kommt man nicht runter. Hier kommt man dann auch nicht wieder hoch. Halt. Nee, das ist keine Höhle, ne?
Wo ist denn hier das goldene Tor? Und wieso juckt andauernd und krabbelt andauernd meine Nase? Noch so ein Mysterium. Ich komme hier wirklich nicht hoch, ne? Nein. Ist denn da was? Nein. Ich laufe jetzt den ganzen Scheiß nochmal zurück. Find das goldene Tor nicht. Wo ist das goldene Tor? Hund. Schröder, gib mir eine Auskunft. So. Hier waren wir doch schon überall. Und die Tür geht nicht. Das ist die mysterische Tür. Die hysterische Tür. 1060 Gold habe ich schon gespendet. Gut. Da komme ich wieder raus. Okay. Hier unten war die Tür ja auch nicht. Das sieht so klein aus. Ich habe so lange gebraucht, um da durchzulaufen. Dann bin ich hier hoch. Und da ist bloß dieses große Tor. Und das geht nicht auf. Nicht ein bisschen. Oder ist hier noch was an der Seite? Nein. Ja, sonst denke ich mal, reise ich erstmal zu der jungen Frau dort. Ist hier noch irgendwo was? Habe ich hier noch was übersehen? Was ist hier? Hier ist ein Haufen Dreck. Da auch. Hier passt der goldene Schlüssel ja nicht. Also hier wird mir ja auch nichts angezeigt. Jetzt müsste ja hier so ein A erscheinen mit drücken. Tut es aber nicht. Ich werde dann erstmal zu der Dame reisen. Die hatte da ja noch so einen Auftrag für mich. Und mich dann mal in der Aufnahmepause erkundigen, wie es da weitergeht. Als Ziel setzen und hinreisen. Herein, verehrter Kunde. Herein, herein. Wo ist sie denn? Ach, da. Majestät, ganz sicher, ihr schafft das. In der Wüste lebt ein weiser Mann. Er ist ein Prophet, eine Art Einsiedler. Aha. Wir nennen ihn den prophetischen Einsiedler. Wie passend. Er ist so, er hat eine Gabe. Er kann in die Zukunft sehen und mit den Toten sprechen. Schön. In dem Glas ist ein Hirn. Es ist tot. Der Prophet könnte mit ihm sprechen und seine Weisheit kundtun. Ich würde es ihm selbst bringen, aber die Wüste ist so gefährlich geworden. Ich würde dabei sterben. Aber ihr, Majestät, seid ein Held. Ihr schafft das ohne jegliche Probleme. Überbringt ihr das Hirn, bitte? Ihr könntet einige der Anhänger des Propheten für euch gewinnen. Und er hat viele. Außerdem ließe er euch an seinen Weissagungen teilhaben. Die Zukunft vorauszusehen, könnte euch sicher dienlich sein. Ich soll jetzt ein Hirn in einem Einwegglas hinwegbringen, in die Wüste. Das Beste in ganz Augen. Ausgezeichnet! Danke, Majestät. Diese Prophezeiungen werden euch sicher nützlich sein. Na gut, dann bringen wir das mal weg. Ein Geschenk. Hier, das ist von mir. Na, nun nimm's endlich. Gut. Die mögen mich. So wie es ausschaut. Oh, hallo, Eure Majestät. Ja, ich könnte mal auch in der Siegelstraße noch die letzten Sachen holen. Und ich wollte hier auch noch mal schmieden, fällt mir gerade ein. Also es gibt noch genug zu tun. Und ich möchte natürlich herausfinden, wo ich den goldenen Schlüssel jetzt verwenden kann. Jetzt werden wir aber erstmal noch das Glas wegbringen. Ich denke mal, das werden wir noch schaffen in dieser Folge. Was ist hier? Hier ist nichts. Komm, Schröder. Meine Frau heißt Angela und mein Hund heißt Schröder. Das passt doch schon mal irgendwie. Wenn ihr ein Haus gekauft habt, könnt ihr es profitabel weitervermieten. Danke für den Tipp. Das hätte ich doch gar nicht gewusst, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest. Ja, hier wollte ich sowieso noch schauen.
Mal schauen, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt, glaube ich, hier. Und hier sind... Na, ich habe schon alle Zwerge erledigt. Hier gibt es auch noch einen goldenen Schlüssel und einen silbernen. Interessant, interessant. Da ist erstmal eine Pflanze. Fünf von fünf. Vier Stück fehlen mir jetzt nur noch. Na, wo sind die Wüstendamen? Da sind sie schon. Hab euch vermisst. Nein, hab euch nicht vermisst. Lass doch nicht das Schwert fallen. Brutal. Ich wollte was probieren, ich gebe zu. War nicht gut. Aber waren wohl alle, ne? Das war's wohl. Komm, Hund, wir reisen weiter. Oh, der Geier. Der Aasgeier. Oh, wo sind wir jetzt? Hä? Aha. Hier waren wir doch gerade. Interessant. Oder? Sieht das bloß genauso aus? Nee, nee. Hier waren wir. Mhm. Bin ich ja mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Hier haben wir doch unseren Schlüssel gefunden. Eben gerade. Und den Teppich. Oder sieht das nur genauso aus? Nein, hier geht es jetzt die Treppe hoch und da hinten ist das große Tor. Wo ich nicht rauskam. Sehr entspannt übrigens, weil jetzt keine Gegner kommen. Huch, ich hänge. Wo muss ich denn jetzt hin? Also, vorn war hier noch kein Einsiedler. Das ist ja interessant. Vater. Ja? Wo? Ah. Oder es sieht. Die Truhe war doch auch nicht da. Ein seltener Diamant. Dann gehen wir mal zum Propheten. Du siehst hier lustig aus. Seid gegrüßt, Euer Majestät. Ich wusste bereits vor eurer Ankunft, dass ihr kommen würdet. Ich habe euch gesehen. Was führt euch hierher? Ein Auftrag. Ein Hirn. Schickt euch meine Jüngerin? Ausgezeichnet. Ich habe schon sehr lange keine neue Lieferung erhalten. Und die alten Hirne sprechen nicht mehr. So, mal sehen. Aha. Das Hirn spricht von jenseits des dunklen Schleiers. Interessant. Ja? Ja? Was? Oh, wie gemein. Was denn? Man weiß nie, worauf man sich im Gespräch mit den Toten einlässt. Der Kerl hatte ein ganz schönes Mundwerk. Metaphorisch gesprochen. Aber egal. Vielen Dank, Majestät, für diese Lieferung. Mein Volk und ich werden es nicht vergessen. Fünf Gildensiegel. So. Was sagt die Glock? Hier haben wir schon wieder was. Wo denn? Was ist das hier eigentlich? Ist hier das goldene Tor?
Nee, nee, nee. Hier war doch... Da ist sie. Ah, da. Tempelschatz. Da reisen wir erstmal hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.